Herzlich willkommen zu diesem AZMP How-To. Mein Name ist Sascha Limberger und ich freue mich, Ihnen heute zeigen zu dürfen, wie man mit einer eigenen Abfrage ganz einfach Software verteilen kann. Im letzten Video haben wir ja schon in der Abfrageverwaltung eine Abfrage zum Thema Adobe Reader generiert. Diese möchte ich heute mit Ihnen in diesem Video verwenden, um Software zu verteilen. Als erstes starten wir einmal die Abfrage, um zu sehen, welche unterschiedlichen Versionen vom Adobe Reader momentan im Unternehmen eingesetzt werden. Hier haben wir ganz unterschiedliche Versionierungen, was in den meisten Fällen auf jedes Netzwerk zutrifft. Diese unterschiedlichen Versionen können nun natürlich über das AZMP aktualisiert werden, um einen einheitlichen, gepatchten Stand zu haben. Hier identifiziere ich, dass meine Testmaschine Windows 10 momentan nicht den aktuellsten Adobe Reader besitzt. Nun kann ich über das Play-Symbol einen Kleincommand ausführen. Kleincommands können ganz unterschiedliche Softwarepakete enthalten, natürlich auch Konfigurationen oder Einstellungen. Hier möchte ich jetzt natürlich den Adobe Reader DC, den aktuellsten Adobe Reader, auf meinem Rechner verteilen. Hierzu führe ich das Kleincommand aus. Nun erhalte ich einen Dialog auf der administrativen Seite, wo ich sagen kann, okay, ich möchte das Produkt installieren, deinstallieren, reparieren. Ich kann es aber auch parken, um es auf den Rechner zu verschieben und an einem bestimmten Stichtag aufzurufen. Ich kann natürlich auch diese geparkten Ressourcen wieder löschen über das Ausparken. Klar, in diesem Video möchten wir das Ganze installieren, deswegen wähle ich das Ganze auch aus und kann nun auch nachverfolgen, was mit diesem Paket passiert, über den Punkt Monitore. Jobmonitore. Hier taucht nun mein neuer Adobe Reader Job auf. Dieser Adobe Reader Job steht schon auf gestartet, weil mein Client eingeschaltet ist und direkt mit der Ausführung begonnen hat. Da es sich hierbei um eine virtuelle Maschine handelt, kann ich jetzt auch zu dieser wechseln. Sehe unten im Tray-Icon-Bereich, aha, der Adobe Reader wird ausgeführt. Gerade ist auch das Icon erschienen. Nun sollte auch in Kürze das Paket fertiggestellt werden. Das Icon wurde noch kurz vom Windows ein nach oben verschoben. Und ja, wir sehen, das Puzzleteilchen ist wieder im grünen Zustand, also ist die Verteilung erfolgreich. Können aus der VM wieder ins AZMP wechseln. Hier ist natürlich der Job jetzt auch als erfolgreich gekennzeichnet, weil er durchgelaufen ist. Und die Abfrage kann ich auch noch einmal aktualisieren und sehe, aha, der Windows 10 Rechner taucht nun auch beim Adobe Reader DC mit auf.